Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. So, hier haben wir aufgehört, wir müssen noch irgendwas finden. Boah, schauen wir mal, wo es ist, würde ich sagen. Ach, Schutz ist gerade abgelaufen. Ein Smogmog. Das will ich natürlich fangen. Wie füge ich möglichst wenig Schaden zu Metallklaue? In der Hoffnung, dass es einfach durch die Wolke durchgeht. Ja. Nein, doch nicht Finale, was machst du denn? Lass dich doch fangen. Oh, fängt ja richtig gut an heute. Ah, und Schutz sollte man wieder aktivieren, glaube ich. So, wäre ich ein Item, würde ich hier unten rumliegen. Ich meine ja nur. Oder haben wir es gefunden? Nee, wir haben es nicht gefunden. So, wir schauen trotzdem mal. Top-Schutz, Top-Schutz, Top-Schutz. Wie viel haben wir noch? Immer die Frage. Wieso kann das nicht alphabetisch sein? Top 24 Stück. Es könnte auch für 500 Schritte reichen. Sollen mal nicht so knauserig sein, die Pokémon-Entwickler. Haben wir den gedrückt? Ich glaube, den haben wir gedrückt. Oder auch nicht. Ah, den haben wir noch nicht besiegt. Hier wäre der ideale Platz für ein Labor. Ja, dann riecht's doch. Halt dich nicht damit auf, kleine Kinder hier anzugreifen. Auch wenn du ein Magnetilo hast. Er wird dir nicht weiterhelfen. Das kleine Kind hat nämlich eine Geheimwaffe. Einen roten, riesigen Drachen. Der richtig cool ist. Und richtig stark. Ja. So, ich habe aber gerade gesehen, so viel Flammenwurf haben wir gar nicht mehr. Ein Elektroball. Ja, Elektro mich doch. Der könnte jetzt Finale einsetzen, okay. 5 Flammenwürfe haben wir noch. Jetzt haben wir noch 4. Wenigstens sind wir nicht paralysiert geworden. Das ist der Trade-off für den Flammenwurf. Ich finde, das ist ein guter Trade-off. Und Angelo wird besiegt. Was habe ich nur falsch gemacht? Du hast mich angegriffen. Das war der erste Fehler. So, dann vielleicht doch aufmachen. Oder kommen wir hier noch irgendwo hin? Nee, ich glaube, hier haben wir tatsächlich alles erledigt, was zu erledigen geht. Oh. Dann müssen wir den Schalter wieder umlegen. Würde ich jetzt einfach mal felsenfest behaupten. So, jetzt sollten wir unten wieder rauskommen. Können ja uns hier nicht in eine Sackgasse manövrieren. Müssen wir den in der Mitte hier vielleicht auch anmachen. Ja, vielleicht. Dann kommen wir. Schutz wirkt schon nicht mehr. Mensch, das ist echt. Das ist echt ein Verschleiß davon. Ist doch so ein nützliches Item. So, nach oben. Vielleicht müssen wir da rechts runter. Haben wir dich schon? Dich haben wir platt gemacht. Das ist ja mal eine gute Nachricht. So, dann hier nach unten. Und wir sind wieder draußen. Das hat doch jetzt nicht so funktioniert, wie ich wollte. Oder ist die Arena wieder da? Hey, warte, du Champion ins Spiel. Der hitzköpfige Pyro ist ein Feuer-Pokémon-Spezialist. Du solltest sein Mütchen mit Wasser kühlen. Und besorg dir Feuerheiler. Nee, ich habe ein Feuer-Pokémon, das klappt schon. Ist der jetzt überhaupt wieder da? Ich dachte, ich müsste noch irgendwas im Pokémon-Haus holen. Wir schauen nochmal nach. Auf jeden Fall können wir uns heilen. Ja, freut sich das Glurak. Und eigentlich kein anderes Pokémon, weil die leiden gerade nicht so. Denen geht's ganz gut und die werden bezahlt, obwohl sie nur auf der Ersatzbank sitzen. Ach, das ist ja teilweise der Traum. So. Ich bin mir fast sicher, dass wir irgendwas falsch gemacht haben. Irgendwas müssen wir finden. Vielleicht auch nicht. Einmal gehen wir noch durch. Ja, Schutz wirkt nicht mehr. Dann nehmen wir einfach eine neue Ladung. Ist ja nicht so, als ob das Zeug auf Bäumen wächst. So. Das ist jetzt versperrt. Das ist belastend. Muss ich den ganzen Scheiß jetzt nochmal durchdenken. Obwohl, ich habe ja nicht wirklich gedacht. Ich habe mehr gebrute-forced. So, wenn man dich jetzt... Ja... Schalter gedrückt, wir gehen nach oben. Hier war ja nix. Auf Nimmerwiedersehen. Vielleicht kommt wahrscheinlich die Meldung, dass Schutz nicht mehr wirkt.
So, dann haben wir hier noch einen Schalter, den drücken wir, warum auch nicht. So. Dann sind wir, glaube ich, doch beide schon gehopst. Glaube, der linkeste, der am weitesten linke Drop war gut. Ansonsten nicht. Schauen wir mal, was wir hier so zur Verfügung haben. Nix. Einfach nix. Oh, dann würde ich sagen, runter geht's. Ja, genau, dann sind wir wieder hier. Da oben kommen wir wieder raus. Und mit der Tür kommen wir insgesamt raus. So war das doch. Dann drücken wir hier mal nochmal das Schalterchen. So, auf jeden Fall. So, einmal kurz noch nach links spickeln, was hier war. Gar nichts. Interessant. Gut, nicht so interessant. Interessant genug, würde ich sagen. So, hier nach oben. Jetzt ist beides zu. Ja, Schutz wirkt nicht mehr. Das ist immer noch scheiße. So. Ja, das bringt uns ja jetzt nichts. Wenn wir das da oben aufmachen, kommen wir eh nicht weiter. Das öffnet nur links die Tür und schließt sie unten, ja. Unten geschlossen. Hier offen, aber hier haben wir ja wie gesagt keine Items. Hier waren wir doch überall schon. Vielleicht sollte ich den Item-Detektor mal... Keine Anzeige. Ah, wo versteckt ihr denn die ganzen Sachen? Hier unten vielleicht? Mensch. Da haben die echt nicht gewollt, dass wir was zu looten haben und uns freuen dürfen. Na gut. Den Schalter drücken wir auf jeden Fall dann auch nochmal. Und den hier unten auch. Ja, Schutz wirkt nicht mehr. Braucht man. Doch, braucht man. Was greift mich an? Oh, jene Ratte. Fängt ja heute richtig gut an. Schlitzer. Warum denn nicht? Ruckzuckhieb auch noch. Und ein Volltreffer. Ja, du hast Nerven, Kollege. So. Wunderbar. Da ist Labras auch zufrieden. So, die... Nein! Ich wollte doch Schutz einsetzen. Wieso habe ich es vergessen? So ein bekifftes Mogon. Habe ich noch nicht gefangen. Das irritiert mich jetzt. Metallklaue. Und scheiße. Naja. Passiert den Besten. Weg damit. Und an damit. So, Schalter ist gesetzt. Top-Schutz ist auch gesetzt. Wunderbar. Ja. Also ich sehe jetzt nicht durch das Rätsel, wo wir was übersehen haben. Vielleicht die Tür, aber das wird ja nur die Tür sein, wo wir durchkommen. Das wird jetzt nicht so wirklich was bringen. Ich gehe noch ganz kurz rein, um das zu verifizieren. Ansonsten würde ich sagen, haben wir gut gemacht. Haben das Haus fertig. Und egal, was wir aussammeln wollten, wir haben es eventuell schon aufgesammelt. Weil hier kommen wir rein. Und das müsste dann die Tür da... Ja. Passt. Was muss man hier holen? Ich muss mir die letzte Episode nochmal anschauen. Das ist jetzt eine Woche her und ich weiß nicht mehr... Schutz wirkt nicht mehr passend dafür, dass wir rauskommen. Irgendwas hätten wir da tun müssen, glaube ich. Egal, wir werden es rausfinden. Ich war ein Dieb, doch nun bin ich ein ehrenhafter Trainer. Na, schauen wir mal, ob du auch ehrenhaft verlierst. Wieso hast du immer noch deinen Beutel dabei mit Diebesgut? Den kannst gleich mal mir geben. Werd ich bestimmt den passenden Behörden übergeben. So. Feuer-Pokémon also. Ein Glück kann ich hier auch verschiedene andere Spezialitäten, zum Beispiel den Schlitzer. Ja, das ist schön. Gibt's nachher schönes Fukano-Sushi. So. Kurz was getrunken gegen die trockene Kehle. Das hätte meinem Glurak wahrscheinlich auch geholfen. Obwohl Flammenwurf technisch wird er heute ja geschont. Jo, schön das Labras trainieren. Vielleicht erreicht es noch Level 40 in der Episode, wahrscheinlich nicht. Dann könnte es auch gegen die Feuer-Pokémon hier kämpfen. Das wäre eigentlich ein super Plan gewesen. Jetzt muss Glurak das halt machen.
Ja, deine Glut kann mir nichts. Schlitzer. Muss aber auch noch für den Arena-Leiter reichen. So. Und Ralf wird besiegt. Ich ergebe mich. Hab dich doch gar nicht verhaften wollen. Ich wollte nur deine Tasche mit Diebesgut. So, ein... Wer bist du denn? Was glaubst du, wie heiß der Feueratem eines Pokémon werden kann? Find's raus, Kollege. Wir machen mal eine empirische Studie dazu. So, Flügelschlag sollte nicht so viel bringen. Stahl eventuell auch nicht. Schauen wir mal. Und nicht sehr effektiv. Das dachte ich mir. Nein, Begrenzer! Die Attacke wurde begrenzt. Ein Glück war es mit Heilklauen. Flügelschlag. Und... Ah, das ist zumindest nicht überhaupt wertlos. Das können wir nochmal einsetzen. Das spart ein bisschen die Schlitzer für den Endkampf. Flügelschlag. Na also. Läuft doch. Wir blasen das Feuer einfach aus. Der Trick ist, dass das nicht zu schwach ist, um das Feuer zu entfachen, sondern dass es richtig weht und da die letzte Glut auch noch erloschen wird. Irgendwie so. Macht einen vernünftigen Satz draus. Ihr habt alle Einzelteile von mir irgendwie bekommen. Sehr schön. So. Oli wird besiegt. Autsch. Heiß. Sehr heiß. Sag ich doch. Gut. Studie mit einem Teilnehmer können wir, glaube ich, abschließen. Achso, ich muss sie ja eh anlabern, damit die mir aufmachen. Du hast keine Chance. Ich bin Pokémon-Profi. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich bin auch ein Pokémon-Profi. Ein Ponyta. Das würde dem Pokémon-Fanclub-Vorsitzenden sehr gefallen. Obwohl, ich glaube, der mochte Galoppa mehr. Bin mir nicht sicher. Ist schon so lang her. Ein Glumanda, wo kriegt ihr das alles her? Ich finde die Starter hier in dem Spiel nie, weil es es auch nicht gibt. Die müsste ich mir ertauschen. Finde ich immer noch so schade, dass ich hier keinen Turtok noch haben kann und kein Bisaflor. Naja. Bisschen Leid muss ja, gehört zum Pokémon-Spielen dazu. Jo, Flügelschlag, hinfort mit dir, Vulpix. So, was hast du als nächstes? Ein Ding, wie heißt das? Ah, hast ein Fukano, okay. Meinte ich Vulnona? Ja, ich glaube, ich habe das gemeint. Dieses weiße Zottelfieh. Dieses coole. Hat man, glaub, gerade auch schon. Oh, hab nicht aufgepasst. So. Jetzt aber, Streber Olaf wird besiegt. Nein, das war unprofessionell. Ja, so sieht's aus und du hast überraschend wenig Geld dabei. Nein, lass mich doch einfach gegen den Endboss kämpfen. Ich setze mit Vorliebe Feuer-Pokémon ein. Was, du auch? Bist in der richtigen Arena, das sage ich dir. Und hast auch wieder dein Diebesgut. Boah. Ein Ponyta auf Level 41. Wie hast du das denn gemobst? Flügelschlag. In der Hoffnung, dass es reicht. Könnte knapp werden. War's nicht. Wurde besiegt. Und Boris wird besiegt. Du bist brandgefährlich. Ja, das wird der Episodentitel. Wenn nicht das, was dann? So. Na gut, dann machen wir den Raum auch noch. Ich weiß, warum Pyro ein Trainer geworden ist. Toll für dich? Was ist das denn jetzt für eine Aussage? Oh, du hast einen Galoppa. Das sieht nicht so gut aus wie Ponyta. Da muss ich dann doch sagen, der Pokémon-Fanclub-Vorsitzende hat Geschmack. Oder auch nicht. Bin eh kein Pferdemensch, deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Autsch! Oh, wieso habt ihr Streber alle kein Geld? Ihr seid doch die Reichen von morgen. Ja, wahrscheinlich erst von morgen. So, ich hoffe, Pyro sitzt da drin. Ich war in vielen Pokémon-Arenen, doch diese mag ich am liebsten. Und warum das? Weil du gegen jeden hier kämpfen musst.
In anderen Arenen kann ich wenigstens einem oder zwei ausweichen, aber hier muss man ja alle besiegen. Mein Glurak freut sich, da es gleich auf Level 68 kommt. Und mein Lapras entwickelt sich nicht weiter, aber wird auch immer stärker und stärker. So, noch ein Punita? Nee, ein Fukano. Weiß gar nicht, was der Pyro hatte. Auf jeden Fall glaube ich, dass er einen Arcani hatte. Und ansonsten, keine Ahnung. Irgendwer hat einen Arcani hier gehabt, wenn ich mich korrekt erinnere. Was über eine Zeitspanne von viel zu vielen Jahren eventuell nicht möglich ist. Autsch, du bist zu stark. Ja, und du hast immer so viel Geld. Ich mag die Diebe. So. Hoffe, du bist der Letzte. Gegen Wasser kann Feuer nichts ausrichten. Mister scharf erkannt. Aber gegen Feuer kann Feuer auch wenig tun. So. Warum das Running System jetzt abändern? Flügelschlag. Vielleicht hat der ja einen Arcani. Das wäre zumindest auch cool. Eins meiner Lieblings-Pokémon. Na komm, was ist es? Ein Vulpix. Und das ist auch in Ordnung. So. Jetzt aber offenbare dich, Arenaleiter. Hab einen Glurak auf Level 68 und den Hilfe-Button mal wieder gefunden. Aha. Und Ronny wird besiegt. Oh, ich hab verloren. So sieht's aus. Das hast du auch wunderbar kalkuliert. Da ist er ja. Haha, ich bin Pyro, der Arena-Leiter der Zinnoberinsel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Du solltest Feuerheiler parat halten. Du auch. Du wirst hier nämlich gleich eine fangen. Gleich klatscht es und kein Beifall. So. Oh, Level 42. Da tischst du mir aber was auf. Und ich werde bedroht. Mein Angriff wird vermindert. Was soll denn die Scheiße? Der Arena-Leiter kämpft unfair. So. Also, eins von vier haben wir schon mal. Ah, mein Lapras ist auf Level 30. Für den Notfall sind wir also auch da gewappnet. Kann zumindest Surfer, das sollte uns weiterhelfen. Ich glaube aber nicht, dass es zum Einsatz kommt. Gleich mal beim letzten aus Jux und Tollerei, aber vielleicht machen wir keine Tollerei. Ein Galopper und dann müsstest du ja einen Arcani haben. Sonst erziele ich wieder mal komplett gestapelten Mist. Wäre auch nicht untypisch, aber ich will einen Arcani sehen. Feuersturm? Nein! Mag ich nicht. Och, jetzt setzt er auch noch einen Hypertrank ein. Aber wir sind, glaube ich, jetzt zweimal dran. Das heißt, einmal wehen wir die Flammen aus und einmal Schlitzer. Och, noch ein Hypertrank. Du zögerst das Unvermeidliche nur hinaus, Pyro. So, Flügelschlag. Jetzt aber. Kann sich auch keine Hypertränke mehr leisten. So sieht's aus. So. Ah, Arcani. Ein wunderbares Pokémon. Ich hätte gern einen Hund, der so aussieht und auch Feuer spucken kann. Aber aktuell habe ich nur zwei Hasen. Die sind auch ganz cool. Nicht so cool. Ja, jetzt hört mal auf mit dem Feuersturm. Ich hab's ja verstanden. Und ihr solltet verstehen, dass es nicht effektiv ist. Lass ihn mal Biss einsetzen oder so. Ja, Bodycheck hilft. Aha, du wurdest vom Rückstoß getroffen. Und nochmal. Ja, haben's ja schon. Sehr schön. Und Lapras, nee, Lapras levelt nicht nochmal auf. Mein Feuer ist erloschen. Du hast dir den Vulkanorden redlich verdient. Und 4700 Kröten für uns. Das ist ja wunderschön. Aha, der Vulkanorden steigert die Spezialfähigkeiten deiner Pokémon. Nimm zusätzlich dieses Geschenk. Ist bestimmt Feuersturm. Feuersturm ist die mächtigste Feuerattacke. Allerdings ist sie gegen Wasser-Pokémon machtlos. Ja, schön war es, würde ich sagen.
Dann können wir jetzt noch ins Pokémon-Labor, das hier ist. Mit etwas Glück haben die das Fossil bereits wieder zum Leben erweckt, wie auch immer sie das machen. Naja, unsere Wissenschaftler versuchen das ja auch ab und zu mit Dinosauriern. Glaube ich zumindest. Das wäre eine Verschwörungstheorie, die ich glauben würde. Nein! Hä? Wenn das nicht Lukas ist? Achso, das ist nicht Kevin, das ist Bill. Sah von hinten ein bisschen so aus. Ich bin es, Bill. Lange nicht gesehen. Ich hoffe, du benutzt noch mein PC-System. Ja, auf jeden Fall. Da lagern so viele unnötige Pokémon drin. Nun, hör zu. Da wir uns hier treffen, wie wäre es, wenn du mit mir kommst? Es gibt eine kleine Insel, tief im Süden, die Island 1 genannt wird. Sehr kreativer Name. Ein Freund hat mich eingeladen und ich bin auf dem Weg dorthin. Wie wäre es? Hast du Lust mitzukommen? Ja, auf jeden Fall. Einverstanden. Und los. Gibst du mir jetzt dein Evoli? Scheint, dass das Schiff von meinem Freund auch angekommen ist. Er hat es extra zur Zinnoberinsel geschickt, um mich abzuholen. Ja, gib halt nicht so an. Auf zu Island 1. Und das ist wahrscheinlich auch der Ort, wo wir das letzte legendäre Vögelchen finden. Ein Lavados. Wir sind da. Das ist Island 1. Hier gibt es mehrere Inseln und diese hier ist eine davon. Ich glaube, das ist die erste davon. Mein Freund Celio hat das Schiff geschickt, um mich abzuholen. Er ist ganz alleine für das PC-Netzwerk auf der Insel zuständig. Warum ich dir das erzähle? Lass uns zu Celio gehen. Komischer Name. Hallo, Celio. Bill, ich kann nicht glauben, dass du hierher kommst. Selbstverständlich, was macht deine Forschungsarbeit? Oh, warte mal. Lukas, das ist mein Freund Celio. Er ist ein passionierter PC-Maniac. Celio, das ist Lukas, ein aufstrebender Trainer auf dem Weg zum Pokémon-Champ. Das ist beeindruckend. Es tut mir leid, aber ich habe nichts für das Kämpfen übrig. Egal, freut mich, dich kennenzulernen. Was gibt's Neues? Was macht deine Maschine? Sie läuft gut, aber wir sind einfach zu weit entfernt. Zwischen den PCs auf dieser Insel und deinem kann keine Verbindung hergestellt werden. Oh, wirklich? Lass mich mal sehen. Moment noch, ich denke, wir kriegen das hin. Darf ich dir helfen? Lukas, darf ich dich bitten, vor der Tür auf mich zu warten? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Die Nachbarinsel heißt Island 2. Ihr geht weiter mit den kreativen Namen. Dort gibt es jemanden, der die Spielhalle betreibt. Er hat dieses Fable für seltene Steine und Juwelen. Okay. Wir bleiben in Kontakt. Darf ich dich bitten, diesen Meteoriten zu ihm zu bringen? Ja. Wieso kann ich jetzt nicht mehr lesen? Hat doch davor so gut geklappt. Lukas, nimm dies mit, wenn du nach Island 2 gehst. Oh, ein Tripass. Dankeschön. Es ist ein Pass für die Fähre, die zwischen den Inseln fährt. Damit kannst du Island 1, 2 und 3 bereisen. Oh, das kannst du auch gebrauchen. Die Karte von mir wird aktualisiert. Wunderbar. Ich treffe dich später. Richte den Typen einen Gruß von mir aus. Ich verspreche nichts, wenn ich dran denke. Ich wünsche Pokémon mit meinem Freund, der weit weg wohnt, zu tauschen. Das ist aber eine komische Satzstruktur, die du hast. Die hat mich ein bisschen überfordert. Oh, du bist fremd hier. Hallo, wo kommst du her? Alabastia? Das kenne ich nicht. Ja, ich kenne auch hier Island 1 nicht so wirklich. Auf dieser Insel gibt es einen gigantischen Vulkan. Ja, schon lange nicht mehr ausgebrochen. Also kannst du beruhigt wandern. Na, vielleicht bricht er ja gerade jetzt aus. So, einmal hochheilen, auf jeden Fall. Glurak hat sich das mehr als verdient. Die anderen, wie gesagt, nicht. Oh, und Pokémon sind wieder topfit. Ich komme jederzeit wieder vorbei. Und ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.